Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Sammelkartencheck. Heute stelle ich euch diesen Ordner vor und ja, um was es sich dabei handelt und was wir darin finden werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Vor kurzem habe ich eine Umfrage auf meinem Channel gestartet in der Community-Funktion, wo ich wissen wollte, wie zufrieden ihr mit dem Kanal seid. Und ich habe euch gebeten, Video- oder Formatvorschläge in die Kommentare zu droppen. Ein Kommentator, dessen Namen ich vergessen habe, hat sich mal neuere Karten gewünscht, da ich ja sehr viel Oldschool zeige. Und diesem Wunsch komme ich heute in Form dieses Ordners nach. Da habe ich euch mal was Schönes zusammengestellt und ja, seht selbst. Ja, auf der ersten Seite haben wir Kaufgründe für World Superstars sozusagen. Und zwar einmal den legendären Magier des Dunklen und einmal den legendären Drachen des Weißen. Beide Prismatic Secret Rare und beide relativ besonders. Denn das hier sind die ersten regulären Reprints ursprünglicher Preiskarten. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber die beiden Karten gab es als Preiskarte auf irgendeiner World Championship. Und hier haben wir sie jetzt sozusagen als offiziellen Reprint in World Superstars auch noch im Prismatic Secret Rare bekommen. Die Besonderheit ist auch hier, dass unten dran steht, dass diese Karte in Duellen nicht verwendet werden darf. Und hier steht auch Replika vor der ersten Auflage. Das ist im TCG eine absolute Ausnahme. Und soweit ich weiß, sind diese beiden Karten die einzigen Karten, die das mit dem Replikat hier vorne dran stehen haben. Der Wert beträgt so 30 Euro in etwa für den Magier und so um die 50 bis 60 Euro für so einen Blue Eyes. Dann haben wir noch in der Mitte eine relativ teure Zauberkarte. Das Magiebuch des Meisters aus Cosmo Blazer war es, glaube ich. Und First Edition, Deutsch, kostet so, glaube ich, 70 Euro, wenn mich nicht mehr alles täuscht. 70, 80, sowas um den Dreh. Dann gucken wir mal weiter auf die zweite Seite. Hier wird es wesentlich günstiger, aber trotzdem wahnsinnig cool. Und zwar so das Flaggschiff von Fusion Enforcers damals. Die ganzen Beschworenen. Die Beschworenen, dieses Thema Beschworen ist einfach wahnsinnig cool. Die Monsterkarten sehen richtig badass aus. Die Zauberkarten ebenfalls. Hier zum Beispiel Beschwörung ist auch noch ein relativ teures Spell heutzutage. Allerdings im Preis, glaube ich, um die Hälfte auf jeden Fall gesunken. Auch aufgrund der Reprints natürlich. Gibt ja auch den etwas teureren Print in Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack Schlag mich tot. Hier drüben magische Schmelze, kostet mittlerweile auch ähnlich viel wie die Beschwörungen in Secret Rare. Ich glaube ein Zehner oder so war es in etwa. Beides unfassbar schöne Karten. Ich meine, guckt euch mal das Artwork an. Ja, das sieht einfach wahnsinnig schön aus. Unfassbar. Auch die Monster, wunderschön. Wir haben hier fünfmal den beschworenen Magellantia, hier einmal den Raijin. Raijin, wie auch immer, war mal relativ teuer. Der ging mal so 10, 15 Euro, ist mittlerweile nicht mehr der Fall, natürlich, klar. Aber der war zum Beispiel mal relativ teuer, relativ spielbar. Wahnsinnig cooles Artwork, minimalistischer Hintergrund, richtig der Badass-Krieger mit seinem leuchtenden Schwert und der bösen Rüstung. Also sieht wirklich, wirklich cool aus. Ein sehr, sehr gelungener Beschworener. Dann haben wir hier oben den beschworenen Kokytos, sowie hier zweimal beschworener Mechabar. Der Mechabar war auch mal ziemlich wertvoll, der ist auch heute noch relativ teuer tatsächlich. Nochmal zwei Regents. Dann haben wir hier oben die beschworenen Purga Trio, oder wie man sie ausspricht. Auch ziemlich cool. Das ganze Design von diesen Beschworenen finde ich einfach mega, mega cool. Es ist zwar vom Zeichenstil her sehr modern, vom Vibe, den sie transportieren, allerdings so mittelmäßig oldschool, würde ich sagen. Könnte so aus der GX-Zeit oder so kommen, so vom Grafikdesign her. Und ich finde einfach diese Idee cool. Ne? So eine Zusammenstellung an Karten. Also ich mag ja gerne, wenn es so eine Gruppe an Karten gibt, wie zum Beispiel die Geistermädchen oder auch die Götterkarten. So am liebsten habe ich es, wenn es ein Trio ist, aber hier sind es natürlich mehr. Trotzdem mega cool. Optisch gesehen sind meine Lieblinge aber definitiv der Kokytos und der Purga Trio, weil die sehen halt wirklich mega nice aus. Dann haben wir hier haben wir nochmal ein Elysium, by the way. Und hier haben wir dann noch ein paar blauäugige Zwillingsausbruchdrachen. Von denen habe ich auch richtig, richtig krass viel aus Shining Victories. Habe ich, glaube ich, allein 20 Stück oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hatte. Ich habe hier allerdings ein bisschen Abwechslung betrieben. Ich habe hier nämlich ein Playset aus Shining Victories und hier ein Playset aus der Mega
Egerton, relativ bezahlbar die Karte. Ich denke allerdings, dass die auch auf jeden Fall das Potenzial hat, irgendwann mal eine relativ wertige Sammlerkarte zu sein. Zumindest aus dem Main-Set in Secret Rare First Edition im guten Zustand. Und ich meine, die Optik gibt es auch hier. Es ist natürlich angelehnt an den blauigen weißen Drachen, also relativ retro, auch mit einem coolen Background und so. Alles wirklich, wirklich cool gemacht. Eine sauschöne Karte mit Potenzial, mal was wirklich Legendäres zu werden, wenn ihr versteht. Und deshalb habe ich hier auch direkt zwei Playsets reingehauen. Eine Sache solltet ihr vielleicht von vornherein noch wissen. Hier in dem Orden habe ich jetzt nicht unbedingt auf Masse gesetzt. Also ich habe schon immer mehrere Kopien einer Karte reingehauen. Aber ich wollte ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen gibt es dann auch ab und zu mal Seiten, wo von jeder Karte nur eine drin ist oder so. Einfach weil, keine Ahnung, hätte ich jetzt zum Beispiel alle Beschworenen hier reingehauen, die ich da gehabt hätte, dann wäre der ganze Ort damit Beschworenen voll gewesen. Das wäre langweilig geworden. Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückhalten müssen. Schön, dann machen wir hier weiter. Da haben wir Krötelich umwerfend. Eine Karte, die auch ziemlich retro von ihrem Design aussieht. Einfach aus dem Grund, weil das Artwork so schön minimalistisch ist und das Monster selber auch. Also wirklich äußerst minimalistisch sogar. Gefällt mir sehr gut. Ich meine, schaut euch mal an, wie schön diese Karte ist. Natürlich auch damals aus Invasion of Vengeance eine sehr teure Karte gewesen. Der Background wunderschön. Diese Strahlen, dieses Farbspiel mit diesen Fröschen und dem Apfel oben drauf. Also das sieht schon richtig, richtig schön aus. Und da haben wir hier, glaube ich, ich glaube 4 oder 5 Stück aus Invasion of Vengeance und ein paar aus dem Megapack. Dann natürlich Cyberdrache Unendlichkeit, war auch mal früher eine 40-Euro-Karte, mittlerweile natürlich, glaube ich, nicht mehr. Kam aus Breakers of Shadow, war aber nie besonders selten, weil das war mit einer der häufigsten Secret Rares, die ich persönlich aus Breakers of Shadows gezogen habe. Ich habe damals, ich glaube, auf jeden Fall, also ich habe keine Booster-Displays gekauft, ich habe immer einzelne Booster beim Müllermarkt eingekauft zu dem Zeitpunkt und ich hatte bei jedem Einkauf immer einen Cyberdrachen Unendlichkeit drin. Immer. Also ich habe allein 6 oder 7 Stück davon gezogen, ja. Also selten kam die mir auf jeden Fall nicht vor, aber trotzdem war sie relativ teuer, weil spielbar und natürlich optisch macht die auch wahnsinnig was her. Dann haben wir hier den riesen Steinsoldat, also Abyss Rising, wo man jetzt eigentlich meinen könnte, okay, der ist jetzt vielleicht wegen seinem, weil er schon älter ist und so, vielleicht ein bisschen was wert, aber nee, das ist glaube ich eine 2-Euro-Karte oder so. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Sache, auch angelehnt an diesen Steinsoldaten, glaube ich, sieht so ein bisschen danach aus. Bin mir jetzt aber gerade nicht 100% sicher, aber sehr cooles Artwork auf jeden Fall, sehr, sehr schöne Xyz-Karte. Dann machen wir weiter. Natürlich Mecha von Tombis Dracozac war natürlich auch aus, Lord of the Taking Galaxy, glaube ich. Sehr coole Karte gewesen in Secret Rare, die hier oben für euch kleinen Ami-Fans. Haben wir hier einen Ami-Print mit diesem ganz feinen Secret Rare. War auch ziemlich teuer damals, so 40 Euro. Durfte man dafür blechen, soweit ich weiß. Minimum. Ich glaube, die war sogar noch ein Stück teurer. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, draußen fährt ein Motorrad vorbei. Das ist immer so toll für die Videoqualität. Ist gerade richtig schlimm bei uns. Ist gerade Jahrmarkt. Und hier laufen und kreischen die ganze Zeit Leute rum. Aber egal, das kriegen wir trotzdem über die Bühne. Dann haben wir natürlich den Totemvogel in Secret Rare. Ebenfalls aus Lord of the Taking Galaxy. Dann haben wir aus Legacy of the Valiant haben wir Übelscher Exitonritter. First Edition, der ging ganz, ganz früher mal über 100 Euro, ich glaube 130 oder so, wo er noch spielbar war, mittlerweile natürlich bei weitem nicht mehr. Und damals gab es auch, glaube ich, noch nicht den Reprint aus der MP14, aber trotzdem geht er noch ein paar Euro. Muss ich nochmal gucken in der Post-Production, wie man so schön sieht, oder wie man so schön sagt, wie viel der dann am Ende wert ist, aber der geht, glaube ich, auch zweistellig, ich glaube 15, vielleicht 20 Euro, sowas um den Dreh, also nur mal geschätzt, kann mich aber natürlich auch täuschen, das rechne ich aber natürlich alles dann später nochmal über Market nach. Dann haben wir den Diamond Direwolf aus Cosmo Blazer, das ist eine richtig, richtig teure Karte mittlerweile, 70, 80 Euro, glaube ich, sehr schön. Und optisch natürlich ein absoluter Augenschmaus. Ein absoluter Augenschmaus, den müsst ihr euch mal geben. Also der sieht ja wirklich wunderschön aus, ne? Diamond Direwolf ist einfach in Secret Rare so eine krass schöne Karte. Den gab es, glaube ich, aus der CT10 noch als Super Rare, auch wunderschön. Allerdings bloß ein paar Cent wert. Das ist dann die günstige Alternative, aber in Secret Rare macht er schon was her.
Dann haben wir einen Ami Photon Strike Bouncer. Da wollte ich eigentlich mehr reinhauen, aber ich habe irgendwie nur den auf die Schnelle gefunden. Keine Ahnung, wo ich meine anderen Kopien hin habe. Dann haben wir sechsmal den finsteren Requiem Xyz Dragon aus Invasion Vengeance. War noch nie besonders wertvoll, die Karte, soweit ich weiß. Aber sie sieht halt wunderschön aus. Ich habe damals die Karte schon so gefeiert. Ich habe mir die damals ja sehr viel in Ultimate rangeholt aus Japan, als es in Deutschland noch gar nicht released war. Diese Flügel hier einfach wunderschön mit diesem Glaselementen. Es sieht aus wie dieses Glas in Kirchen, ne? diese bunten Glasfenster. Also das war so die erste Karte, wo ich sage, okay, die macht optisch dem Chaos-Imperator-Drachen schon Konkurrenz, muss ich sagen. Also der Chaos-Imperator-Drache ist hier noch ein bisschen besser, finde ich. Aber das liegt halt hauptsächlich daran, wie er dasteht, so seitlich irgendwie. Würde es den hier vielleicht in einem alternativen Artwork geben, wo die Flügel mehr zur Geltung kommen, könnte sogar sein, dass ich den hier geiler finde als den Chaos Imperator Drachen. Und das ist halt echt schwer. Also es gibt nur zwei Karten, die dem Konkurrenz machen. Das ist der hier und der Chaos Drache Levianier. Den finde ich auch eigentlich fast noch schöner als den Chaos Imperator Drachen. Aber das ist ja ein Thema, da scheiden sich die Geister. Gut, dann haben wir hier Serubini, schwarzer Engel des brennenden Abgrunds. Secret Rare aus Dark Neostorm, auch mal sehr teuer. Kraftvoller Virus, ein paar aus Raging Tempest, ein paar aus dem Megapack, die haben wir hier 5, 6, 7, 8 Mal. Und dann haben wir MechRitter Crusader Avramax, auch sehr coole Karte. Auch schon allein wegen dieser türkisen Farbgebung. Dann haben wir einmal Brennende und einmal die tränkende Spiegelkraft aus Dimension of Chaos. Sehr cool, Dimension of Chaos, sehr geschichtsträchtiges Set. Es war das Set, wo das letzte Mal Ultimate und Ghost Rares in dem Main Set geprintet worden sind. Danach ist das eingeführt worden, dass die Ghosts und die Ultis weg sind. Und ich glaube, dann war es doch so, dass die jede Super Rare Pro Pack oder so eingeführt wurde. Irgendwie so war das, glaube ich. Deswegen sehr geschichtsträchtiges Set natürlich. Wirklich. Also ich werde mal gucken, ob ich vielleicht nochmal ein Dimension of Chaos aufmachen kann. Es sind nämlich auch echt coole Karten drin. Nahblicht-Rotdrachen, Erzunterwelt, dann Ghost Rare zum Beispiel oder so. Sehr coole Geschichten auf jeden Fall. Ich möchte im Allgemeinen, ich habe mal geguckt, ich möchte ein Opening von Legacy of the Valiant machen, von Cosmo Blazer und von Lord of the Tech in Galaxy. Die Displays gibt's First Edition so für 200-300 €. Mal gucken, ob ich da was ranhole, ob man da vielleicht mal ein schönes Opening machen. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das finden würdet. Oder vielleicht habt ihr so ein Display zu Hause liegen, dann schreibt mich an, dann können wir vielleicht einen Deal klar machen. Wäre auch eine Idee. Gut, machen wir mal auf der nächsten Seite weiter. Da haben wir das Seemonster von Theseus und wir haben hier auch den Misprint. Und zwar seht ihr den hier oben. Komm her. So. Da steht hier nur Zombie dran, aber normalerweise ist es Zombie-Fusion und Empfänger. Das ist also ein Misprint. Und Konami hat damals eine Rückrufaktion gestartet. Da konnte man dann seinen Misprint einsenden und hat dann einen richtigen Print zurückbekommen. Das bedeutet, der richtige Print, der Nicht-Misprint aus Raging Tempest, ist seltener als der Misprint. Denn wer hat denn bitte schon seine Karte eingeschickt und umgetauscht? Das waren die wenigsten. Ja, das heißt, wenn ihr aus Raging Tempest den hier mit Fusion und mit Empfänger habt, First Edition, aufheben. Das kann wirklich mal eine Wertanlage werden, weil die sind echt selten. Also die sieht man wirklich, wirklich selten. Die wurden dann natürlich im Megapack 2017, glaube ich, war es, richtig geprintet, auch in Secret Rare. Aber das ist ja Megapack 2017 und nicht das Originalpack. Also das kann auf jeden Fall was sein, dass das irgendwann an Wert zunimmt, sag ich mal. Dann haben wir Elschattenpuppe Shekinaga, natürlich der Klassiker. Dann haben wir hier den Donnerdrachen Titan, mittlerweile auch gar nichts mehr wert, genauso wie Fullmetal Foes Alkahest. Der war ja auch mal sehr spielbar, haben wir direkt zweimal, war der ziemlich teuer, mittlerweile ein Cent-Artikel, ich glaube 1-2 € oder so. Mutant Ultimus, relativ neu noch, ich weiß gar nicht, aus welchem Set kommt denn der. Der kommt aus Phantom Rage tatsächlich, okay. Optisch gesehen eine sehr coole Karte tatsächlich. Jetzt nicht die coolste, die ich jemals gesehen habe, aber trotzdem eine sehr schöne Karte. Ist aber jetzt auch nicht die Welt wert. Dann haben wir unten noch sechsmal Oberster König Zarg aus Maximum Crisis. Maximum Crisis war das letzte Arc 5 Set, das rauskam. Und der Oberste König Zarg, wir erinnern uns am Anime, das war so der Endgegner, das Bossmonster überhaupt. Also war schon cool, muss ich sagen. Da gab es ja dann noch diese anderen Oberste König Abwandlungen vom Glasflügel Synchrodrachen und so weiter. War eigentlich eine relativ coole Story. Kann man eigentlich gar nichts gegen sagen, auch wenn ich die Serie eigentlich nicht so gefeiert habe. Aber diesen Teil der Serie, den mochte ich dann doch.
aus Maximum Crisis, wie gesagt, sehr schöne Karte in Secret Rare, eine Fusion-Pendelkarte. Coole Geschichte. Dann haben wir auf der nächsten Seite ein bisschen was Älteres, ist aber trotzdem schon modern. Wir haben hier oben den Pyrorex, der Elementherrscher oder Elementarherrscher. In Secret Rare, viermal, First Edition, war mal ziemlich wertvoll, mittlerweile eher weniger. Dann haben wir hier zweimal, auch ganz cool, Noble Knight Dystrian aus, was war nochmal, JOTL, das weiß ich nicht mehr. Muss ich mal gucken, der ist jetzt nicht so wertig, sieht aber wunderschön aus. Die Edlen Ritter sind sowieso extrem schöne Karten. Etwas wertvoll ist der hier, der Edle Ritter Merdraut aus Cosmo Blazer. Keine Ahnung, ich glaube 20 Euro das Stück in etwa. Habe ich auch mal im Playset reingehauen. Auf jeden Fall dann zweimal aus Legacy of the Valiant. Wie hieß sie nochmal? Muss ich herholen, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, den ganz komischen Namen. Gwenvia, edle Waffenkönigin. Ja, gut, das kann ich. Das ist, für mich ist das ein Zungenbrecher. Tut mir leid, Leute. Als Secret Rare aber wunderschön. Also das Artwork ist halt echt hübsch. Man kann da gar nichts gegen sagen. Also auch die Artworks aus der Zeit waren teilweise wirklich schön. Dann haben wir hier einmal Grandmark Megamonarch aus Shadow Spectre. Zweimal das Gaga-Mädchen aus Order of Chaos. Einmal Ami, einmal normal. Beide Unlimited. Und dreimal Mekritter Blauer Himmel aus Extreme Force. Extreme Force ist auch so ein Set gewesen, wo die Print-Quali wieder voll für den Arsch war. Und man hatte hier immer leichtes Mini-Silvering am Rand. Das haben die hier Gott sei Dank nicht. Aber ich habe mich wirklich schwer getan. Ich habe von denen jetzt so, sagen wir mal so, 18 Stück in etwa in Secret Rare aus Extreme Force. Und bis ich diese 18 Stück im perfekten Zustand rausklamüsert habe, hatte ich locker 300 oder 400 von denen in der Hand. Und die anderen hatten alle so mini-silberne Stellen, deswegen habe ich die nicht genommen. Also wirklich, wirklich traurig, was da die Print-Quali angeht. Aber auch der ist natürlich optisch, na, der macht schon was her. Er sieht schon cool aus. So Psi, also ich hätte jetzt Krieger irgendwie besser gefunden, so von der Optik her, aber schon mega toll gemacht eigentlich. Auch der Background sehr schön minimalistisch eigentlich, ne? Der Ritter selber steht schön im Vordergrund mit dem Mantel und so, das sieht schon mega cool aus, also da kann man gar nichts gegen sagen. Aber auch da gibt es mittlerweile, glaube ich, billig Reprints und wert ist er auch nichts. Dann, wisst ihr noch, wie viel der früher wert war? Heutzutage ein Apfel und ein Ei, früher war der bei 70 Euro das Stück. Der Künstler Kumpel Pendelzauberer und der war, glaube ich, Teil einer Neuzugänge-Folge damals, also die neuen Stück. Ich habe auch tatsächlich nur diese neuen Stück von dem, die ihr hier seht. Ich habe den sonst nie irgendwo bekommen, der war in keiner Sammlung dabei. Einzeln habe ich mir nie rangekauft, wobei ich das jetzt auch mal in Angriff nehmen möchte. Das war auch mal eine sehr legendäre Karte, nicht wegen dem Anime, glaube ich, oder so, wobei ich glaube, der war schon auch im Anime zu sehen. Aber der war spielerisch sehr, sehr relevant zu einer gewissen Zeit und dementsprechend wollte den jeder haben. Ich denke, für die Leute, die diese Karte in der Zeit gespielt haben oder gegen sie spielen mussten, hat die auch schon irgendwo Kultstatus, wenn man so möchte. Dann haben wir noch die Armor Farge Karten. Armor Farge Faulheit. Sehr coole Karte, das ist so ein Pendelmonster-Thema, wo halt auch wirklich coole Artworks teilweise dabei sind. Verfluchte Hexe, braucht man gar nicht reden, sieht mega cool aus. Schaut euch mal das Artwork an, das ist auch minimalistisch mit dem Hintergrund, mit den Federn, sie im Vordergrund, richtig bösartig. So ein Artwork, das hätte es auch in Metal Raiders geben können, ne? Keine Ahnung, hat das Ultra Rare oder so. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall, die sieht auch mega, mega cool aus. Von der habe ich auch Stapleweise, habe ich so einen dicken Stapel von der oder so. Nicht teuer, nicht selten, aus Soul Fusion, aber ich habe hier jetzt einfach mal 4 Stück reingehauen. Gut, davon habe ich ein bisschen mehr reingehauen, weil es vom Bild her einfach schön ist, aber die gehen ja gar nichts. Ne? Einmal Kaliberlade X-Ladedrache und einmal der Firewall Xyz Drache. Der eine kommt aus Rising Rampage, der war sogar, glaube ich, das Covermonster, genau wie hier aus Dark Neostorm. Und speziell er gefällt mir besonders gut, also ihn finde ich auch hübsch, keine Frage, aber... Er hier ist halt schon was Besonderes von der Optik her. Wir haben hier wieder einen minimalistischen Hintergrund. Ne? Dann auch noch etwas, das das Ganze so ein bisschen zentriert, dieser Kreis hier. Und in der Mitte dieses Firewall, also definitiv als Firewall-Monster erkennbares Viech mit diesen Flügeln raus. Und die Flügel, die machen es halt richtig krass. Also die geben dem Artwork noch die richtige Würze. Und ich finde auch dieses Firewall-Thema ganz cool, weil die erkennt man einfach. So an dieser, wie sagt man das, an dieser Musterung und so, erkennt man einfach, ohne den Namen zu sehen, okay, das ist ein Firewall-Monster. So. Und trotzdem ergänzen sich auch die beiden Artworks extrem gut, weil sie einfach ähnlich von ihrer Position her sind. Wunderschön, wunderschön, das sind Sendartikel. Die kosten, glaube ich, nicht mal 1 Euro oder so. Wenn ihr einfach nur was Schönes haben wollt, nicht viel Geld habt,
Gönnt euch. Die Karten sind mega, mega cool. Und die sind sogar von der Print-Quali halbwegs in Ordnung. Dark Neostorm und Rising Rampage waren von der Print-Quali eigentlich relativ gut. Auf der anderen Seite haben wir das dann auch. Dann haben wir hier noch eine Minerva in Secret Rare aus Battles of Legends. Was war es? Heroes Revenge? Nee, nicht Heroes Revenge. Lights Revenge, glaube ich, genau. Die ist relativ teuer tatsächlich noch. Ich glaube, 10er oder was die geht. Dann haben wir hier Nummer 100 Numeron-Drache. In Secret Rare aus Dragons of Legends 3 gibt es auch mittlerweile auch ein Reprint in Secret Rare, leider Gottes. Auch eine sauschöne Karte, ein sauschönes Drachenmonster. Dann nochmal zweimal den Kaliberlade oder Ex-Ladedrache und hier unten Digusto Emerald, die kostet auch noch so, ich glaube 7 bis 10 Euro aus Hidden Arsenal 7. Auch, also Hidden Arsenal war ja furchtbar von der Print-Quali, so deswegen auch sehr, sehr schwer diese Hidden Arsenal Karten zu finden. In guter Qualität, die kein Silvering haben. Ich hatte hier mal ein Hidden Arsenal 5 Display und was soll ich sagen? Also, die Karten sind mit Silvering da rausgekommen. Ne? Ich hatte das Lustige war, das Display hatte ich eigentlich verkauft gehabt. Dann hatte ich Besuch von der Verwandtschaft und mein kleiner Cousin hat sich gedacht: Boah, geil, Packs! Und hat die einfach angefangen aufzureißen. Also ich konnte mich dann mit dem Käufer einigen. Der hat dann einfach einen gewissen Betrag zurückerstattet bekommen und die restlichen Einzelbooster zugeschickt bekommen. Ich meine, waren ohnehin noch fast alles, wurden halt, keine Ahnung, 5 Booster oder so aufgemacht von meinem kleinen Cousin. Aber auch die Karten, die er dort rausbekommen hatte, die waren einfach schon aus dem Pack mit Silvering. Das war so schlecht damals, die Quali. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig. Also die Reprints, die Unlimiteds, die findet man häufig. Da war die Printqualität besser. Aber die First Editions, ganz, ganz schwierig in so einem guten Zustand zu finden. Deswegen, da habe ich auch tausende von diesen ganzen Hidden Arsenal Karten, tausende und abertausende sind durch meine Hände gegangen, bis ich da mal wirklich gute raus hatte. Gut, dann haben wir aus Return of the Duelist die Hohepriesterin der Prophezeiung. Eine relativ wertliche Karte eigentlich. Weiß gar nicht, waren es 30 Euro, was die ging? Unlimited wohlgemerkt. Habe ich hier 5 Stück. Also auch relativ teuer. Dann haben wir hier zweimal den Omnidrache aus Dark Neostorm. Sehr, sehr cooles Artwork tatsächlich. Schauen wir uns das mal an. Wunderschön die Karte, oder? Also ich glaube, da gibt es auch einen Ultra-Rare-Reprint davon. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber liegt mich am Arsch. In Secret Rare sieht die halt voll nice aus, ne? Mit diesem Symbol hier unten und den Blitzen und so. Eigentlich alles relativ minimalistisch gehalten. Oder zumindest so, dass der Drache nicht allzu sehr mit dem Hintergrund verschmilzt. Wunderschön, wunderschön. Dann heißt es mir hier Rubik, Grimtatze des brennenden Abgrunds reingerutscht. Aus Next Challengers oder New Challengers, was glaube ich. Dann haben wir hier viermal Geisterschwester und gruselige Hartriegel, die lustigerweise im Wert ein bisschen gestiegen ist. Das war nämlich am Anfang, als sie rauskam, natürlich eine teure Secret, weil Geisterschwester, die sind natürlich bekannt dafür, teuer und gut zu sein. Zumindest am Anfang, wenn sie released werden. Junge, der da draußen tritt ja aufs Gaspedal, egal. Dann ist die ja abgestürzt, also das war eine 1-2-Euro-Karte und mittlerweile ist sie wieder ein bisschen in die Höhe gegangen. Ich glaube, die liegt jetzt so bei 7, 8 oder 10 Euro, irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gesehen. Dann haben wir hier Unchained Soul of Disaster und an und für sich finde ich diese Unchains voll geil. Da gibt es auch diesen roten, ich weiß bloß nicht mehr, wie er heißt, das ist mein Lieblings-Unchained-Monster, aber speziell bei dem hier habe ich halt so ein bisschen optisch Probleme, weil der Hintergrund hat eine dem Monster zu ähnliche Farbe. Und das Monster selber hier ist auch nicht kamen oder irgendwie durch eine Aura abgegrenzt oder so. Es verschwimmt zu sehr mit dem Hintergrund. Wenn ich auf das Bild gucke, sehe ich als allererstes einfach nur einen Wischiwaschi-Hintergrund und hier so ein paar Metallelemente. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber deswegen ist die Karte nicht hässlich. Das Artwork ist trotzdem relativ gelungen. Aber es gibt schönere, definitiv. Da haben sie einfach, ich finde, einfach mit der Effektgebung so ein bisschen verkackt. Die hier finde ich natürlich mega nice. Nicht teuer, überhaupt nicht, aber sehr, sehr schön. Albtraum-Ritterin-Verkörperung Idli. Also die Karte ist ja mal etwas, das dir normalerweise nur in Albträumen begegnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderschöne Karte aus Dark Neostorm. Hatte ich damals auch aus meinem eigenen Display gezogen. Dann zweimal der Firewall-Drache Apollusa aus Rising Rampage, nicht Starlight, sondern Secret Rare, natürlich vollkommen klar, auch relativ teuer. Zweimal Star Brigade Shuring, das ultimative oder das unheilvolle Omen. Das ist übrigens auch der aus dem 75-Euro-Opening dabei, einer von den zwei. Den habe ich da gleich mit reingehauen aus Bequemlichkeit. Gaia-Säbel der Blitzschatten, das ist auch ein Link-Monster, mega cool. Ihr wisst ja, jeder neue Monstertyp braucht ja einen Gaia-Ableger, so auch der. Und der zählt mit zu meinen Lieblingen, einfach aus erstmal die Position, ja. Dann wie das Monster selber designt ist und dann dieser Background, so die Farbe, dieser Kontrast,
Das sieht einfach wunderschön aus. Man muss aber sagen, Code of the Duelist war auch ein Set, wo die Print-Quali wirklich für die Cuts war. Deswegen sehr, sehr schwierig, auch ohne Silvering hinzukriegen oder herzubekommen, wo wirklich nichts dran ist. Nicht mal so ein kleiner Punkt oder so. Dann haben wir unten Ningrisu, der Weltkelchkrieger. Dreimal, der ist aber dreimal aus dem Megapack, also nicht aus dem Originalset. Draußen laufen wieder schreiende Jugendliche vorbei. Mal gucken, ob wir hier einen Cut machen müssen. Oben haben wir den Albtraumritter Greif, Vampirsaugerin. Verdammt schönes Artwork. Verdammt schönes Artwork. Na, so ein. War auch mal, weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, das Flames of Destruction hier Unlimited. Aber sehr, sehr coole Karte, Vampirsaugerin. Echt cool. Echt cool. Sieht zwar nicht besonders böse aus, aber trotzdem voll cool. Dann haben wir hier Marienzessin, wie war das? Marienzessin, Marionette oder irgendwie so. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, lass mal gucken. Die heißt Marionette Marmorierter Stein. Marienzessin, Marmorierter Stein. Irgendwie habe ich es heute nicht mit dem Namen aus Rising Rampage. Die Marienzessin-Karten mag ich eigentlich nicht so wirklich, aber die bildet eine Ausnahme. Die sieht optisch eigentlich ganz cool aus, aber die anderen mag ich ehrlich gesagt nicht so. Die sind mir zu harmlos. Haben wir hier viermal. Dann haben wir zweimal Vandred Chimera. Die sind beide aus dem Megapack. Ich habe die allerdings auch stapelweise aus dem Original-Set. Ich glaube, damals von Rising Time gewesen. Das war so ein Stapel. Nur an Vandschrecken Chimären First Edition gewesen. Richtig krass in Secret Rare. Hier auch wieder wunderschöne Karten. Ein paar Mal der Heilige Ritter von König Kastinen aus Cybernetic Horizon. Dann hier aus Dark Neostorm, der Nummer XX, Utopische Finsternis und Endlichkeit. Sieht auch richtig badass aus. Dann habe ich hier zweimal den Artorius, Edler Ritterkönig, und unten den Heiligen Edler Ritter von Artorius, also den Verwandt sozusagen. aus Shadow Spectre sind die unteren, aus Cosmo Blazer glaube ich die oberen. Dann haben wir nochmal in der Mitte den Kastinen und hier aus Return of the Duelist oben First, die anderen drei Unlimited, einfach den Schwertbrecher. Schwertbrecher ist halt so eine Karte, an die man halt nicht denkt, so, die man halt relativ selten sieht. Nicht viel wert, aber einfach cool, so von der Optik her, so ein komplett überladener Krieger. Ich bin mir ziemlich sicher, der ist der Erste, der auf dem Schlachtfeld stirbt, weil er so viele Waffen umhängen hat, dass er gar nicht wirklich sich bewegen kann. Aber ziemlich coole Karte, macht optisch natürlich einiges her. Dann auf der nächsten Seite haben wir dreimal Trap Tricks Alomeros aus Eternity Code. Dann zweimal Feenritter Inguna aus Legacy of the Valiant. Der ist sogar einiges wert. Ich glaube 10 Euro fast oder so. Zweimal Nummer 92 Hard Earth Dragon aus dem Adventskalender 2014. Auch hier muss man sagen, sehr, sehr schwierig einen guten Zustand herzukriegen. Weil Adventskalender 2014... Ja, ultimativ schlechte Printqualität. Also diese ganzen Adventskalender vor 2018 hast du komplett vergessen können von der Printqualität. Mittlerweile sind sie etwas besser geworden, aber naja. Dann haben wir noch zweimal den Grisu, der Orkust des Abendsterns aus Dark Neostorm. Der war mal sehr, sehr viel wert tatsächlich. Den gab es dann auch nochmal als Ultimate Rare Reprint in irgendeinem OTS Tournament Pack, aber der war es, der rauskam. Brumm, brumm. Ja, dappt aufs Gas, Leute. Der war relativ wertvoll auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, müsste ich mal nachschauen. Dann hier aus, wie heißen die jetzt nochmal, YZ0 irgendwas, das ist so ein Ami-Set. Haben wir hier zweimal, relativ teuer, Nummer 72 Shogi Rook. Weiß gar nicht, wo der lag, aber auch bei 20 Euro oder so das Stück. Und natürlich Nummer 22 Zombiestein, kennen wir dann aber auch aus Raging Tempest Special Edition. Da kam die als Promo raus, hier unten auch Nummer S39 Utopia der Lightning in Ultra Rare aus dem Set. Dann haben wir hier dreimal Himmels Kavallerie Kornblume aus Secrets of Eternity war das, glaube ich. Und zweimal Herold des reinen Lichts, der übrigens auch relativ teuer ist, aus Jottel, wo ich immer noch nicht weiß, wie das Set heißt. Machen wir weiter. Wir haben noch viermal Aufziehträger Zenmeilen war das, genau. Dann zweimal Nummer 91 Donnerfunkendrache, auch einiges wert. Nummer 107 Galaxieaugen-Tachyonendrache. Nummer 53 Hard Earth Drache aus Cosmo Blazer. Zweimal Nummer 50 schwarzes Maischiff oder Maisschiff, sowas, aus CT10. Sehr, sehr selten in gutem Zustand auch zu kriegen. Haben meistens irgendwie Silvering oder so die Teile. Zwei Stück. Dann nochmal ebenfalls aus diesem YZ
Dingsda-Bumster. Nummer 47, Nightmare Shark, der Albtraumdrache, ganz oben in der Mitte. Dann haben wir den Donner-Enddrachen daneben. Jetzt haben wir Galaxieaugen, Körperpanzer, Photonendrache aus Crossroad of Chaos, glaube ich. Oder nee, Cross Souls war es, genau, Cross Souls. Dann zweimal das Photon Shockwave, Nummer 10 Illumirita und zweimal Tauchfähiger Eohai-Träger aus Generations Force. Dann machen wir weiter mit Neo-Galaxie-Augen, Photondrache. Also diese Galaxie-Augen-Sachen sind ja wirklich schön, ne? Muss man schon sagen. Zweimal daneben haben wir Nummer C107 Neo-Galaxie-Augen Tachyon-Drache. Den gab es damals auch in Ultimate Rare, ziemlich wertvoll. Dann haben wir zweimal Alchemistische Magierin, die ist auch ein paar Euro wert, aus Return of the Duelist. Und hier haben wir auch was, das ich so am Feiern bin. Mein absolutes Lieblingsmonster aus Legacy of the Valiant in Ulti oder Ultra Rare. Das Farbspiel ist einfach der absolute Hammer. Nummer C101, lautlose Ehre Dark. Das ist diese Chaos-Version von Ark, die ja wesentlich wertvoller war, weil sie spielbarer war. Aber die ist definitiv schöner. Dieses Farbspiel ist einfach der absolute Wahnsinn. Und auch das Monster ist relativ schön designt. Also wirklich eine ganz, ganz großartige Karte. Darunter haben wir Seele des Silberberges, der einäugige Fertigkeitsdieb und Insektor Exa Hirschkäfer. Dann haben wir hier noch so ein paar random Ultra-Rares, wie zum Beispiel Artefakt Durandal, Nummer 96, Finsterer Nebel, sehr schöne Karte. Dann heroischer Champion Excalibur, sehr cool auf jeden Fall. Zweimal den, oh, wie hieß denn der nochmal, der hat so einen ganz langen Namen gehabt, glaube ich. Aus Return of the Duelist zweimal superdimensionaler Roboter-Galaxie-Zerstörer. Sau coole Karte auch, ja, auch mit. Also, das war so dieses typische Xyz-Design, dieses typische Sexel-Design eigentlich. So minimalistisch, aber auf eine langweilige Art und Weise. Ich finde den Hintergrund halt cool und den Kontrast, den das Monster dazu bildet. Aber wenn man sich das Monster jetzt mal genau anguckt, ist es halt sehr minimalistisch, aber halt nicht auf eine spannende Art und Weise, sondern halt irgendwie so, sieht halt aus wie eine Spielzeug-Action-Figur, ne? So, dann haben wir als Ami-Print richtig billig aussehend Alsei. Wie heißt der nochmal? Ja, sag mal, was haben die denn alle mit ihren Sportwagen heute? Die fahren alle vorbei. Ja, richtig schlimm, ey. Wo war ich jetzt? Dieser silvanische Vogel da. Ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen. Alsei hieß er, genau. Dann Nummer 32, Heidrach. Und haben wir dann Nummer 101. Was habe ich? Mein Gott. Julian, was ist los mit dir? Nummer 101, lautlose Ehre, Ark. Hier Nummer C96, finsterer Sturm, auch eine coole Karte aus Shadow Specters. Auf der nächsten Seite haben wir dann die ganzen Drachenherrscher, gehen alle ihre paar Euro. Der hier ist aber richtig teuer tatsächlich, doch auch 20 Euro oder so. Für eine Tinbox-Promo ist schon hart. Und zwar der Blaster, ist wohl der beste von denen oder so, weil die anderen sind im Verhältnis halt wirklich billig. Sehen optisch ganz cool aus, ich finde allerdings, dass die von der Optik her ein bisschen mehr von Magic haben. Von Magic haben, als wirklich von Yu-Gi-Oh! Halt. Aber trotzdem sehen die relativ cool aus und haben auch trotzdem einen sehr, sehr schönen Zeichenstil eigentlich. Hier oben haben wir dann eine Karte, die auch erstaunlich teuer ist, nämlich Klingenrüstungs-Ninja aus Out of Chaos. Der geht auch seine paar Euro. Ziemlich krass. Hier haben wir auch was sehr Schönes tatsächlich. Super Rare Nummer C101 Umbral Horror Masquerade oder Masquerade. Coole Karte auf jeden Fall, gefällt mir. Hier haben wir zwar wieder das Problem, dass das Monster zu klein fürs Bild ist, das gab es damals auch. Aber ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde, die Karte sieht echt schön aus. Dann haben wir natürlich eine Karte, die wir alle kennen, Evolza Lagia und hier die Kaiserin der Prophezeiung. Dann haben wir nochmal Nummer 101, lautlose Ehre Ark aus Wing Raiders. Eine Karte, die ich nicht aussprechen kann, der antileuchtende Ritter aus Primal Origin. Und hier Nummer 33, chronomale Maumech oder wie das heißt, oder Machumech, irgendwie so, aus Return of the Duelist, die übrigens auch ziemlich im Preis gestiegen ist. Das war eine Sendkarte, auf einmal geht die ein paar Euro, keine Ahnung, wahrscheinlich spielbar oder so. Relativ cool auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Geschichten. Priesterlicher Drachenkönig von Atum, heroischer Champion Kusagi, wie auch immer. Nummer C102, Erzunterwäldler Seraph, von dem habe ich Ultimate Rare auch tonnenweise. Nummer 69, Wappenhorn aus dem Adventskalender 2014. Nummer 39, Utopia Beyond, auch einige Euros wert tatsächlich. Nummer 40, Gimmick Puppet of Strings, also Gimmick-Magnete der Fäden. Dann zweimal Nummer S39 Utopia Prime. Optisch gesehen finde ich die Karte wirklich nicht besonders gut. Ich kann euch mal kurz zeigen, wieso. Die Farbe vom Monster und die Farbe des Backgrounds ist zu ähnlich. Ne, das Monster verschwindet hier schon fast. Und das Monster ist zu klein. Hier hätte es eher so eine Art Porträtaufnahme gebraucht von dem Monster. Also sagen wir mal,
diesen Ausschnitt vielleicht auf der Karte und das Ganze dann mit einem dunkleren Hintergrund. Also zumindest hinter den Strahlen müsste es noch ein bisschen dunkler sein und die Strahlen vielleicht nicht ganz so extrem. Aber auch einige Euros wert tatsächlich, genauso wie der hier, Nummer 23, Lancelot, dunkler Ritter der Unterwelt aus Breakers of Shadow, und zwar aus der Special Edition war das, glaube ich, eine limitierte Auflage, geht tatsächlich voll viel. Ich weiß nicht mehr, wie viel, ich habe letztens mal nachgeguckt, einfach aus Jux und Dollerei, weil ich davon einen zur Abgabe hatte, weil der Silvering hat, der ist mir durchgeflutscht bei der letzten Sammlung. Der ist ziemlich teuer geworden. Keine Ahnung wieso, weiß der Kuckuck. Dann haben wir Nummer 56, Goldene Ratte, nichts wert, aber sehr schön. Nummer 31, Terabyte, dann haben wir hier nochmal ein, oh Gott, was war das nochmal, Maya's Bench, das ist irgendwas da oben, ich weiß bloß gerade nicht mehr, wie es heißt. Nummer C5, Chaos Chimärendrache aus Dragons of Legends, auch furchtbare Printquali, sehr, sehr schwierig hier gute Exemplare zu kriegen. Nummer 71, Rebian High, sehr cool vom Design her. Ich erinnere mich noch, als die angeteasert wurde, wo die noch nicht draußen war. Habe ich mich gefreut. Also die sah wirklich cool aus. Das Artwork ist sauschön von der Farbgebung und allem her. Dann aus Invasion Vengeance, Finsterer Bartholomeus, Phoenix der Virtualwelt Fanfan aus Phantom Rage, also jetzt relativ neu. Hier nochmal der antileuchtende Ritter. Hier Nummer 63, Shamoji-Soldat aus Number Hunters, auch ein Set, wo es mittlerweile sehr schwer ist, Karten und eine Silverring herzukriegen. Dann haben wir zweimal Nummer 88, Gimmick-Garnette Leo, auch ein paar Euro wert mittlerweile. Nochmal den Diamond Direwolf aus der CT10, Armored Kappa aus Shadow Spectre. Nochmal der Bartholomeus. Hier haben wir jetzt den Wandelstern, Ritter, Sternzeichen, Kundler, Dalmas oder Diamant, irgendwie so. Dann haben wir Aufzieh-Zen-Meister, Aufzieh-Zen-Mai-Minen und Nummer 38, Nummer 38, Hoffnungsvorbote, Drachen, Titan, Galaxie, okay. Der ist auch relativ viel wert, in Gold Secret Rare aus der Premium Gold Edition geht der irgendwie, oder was war es, Premium Gold 3, irgendwie so, da ging der 8 Euro irgendwie, der hier geht auch 3 Euro, das ist jetzt die aus der Special Edition, die Super Rare, weiß der Kuckuck warum. Dann haben wir ein paar Nachricht, Rotdrachen Erzunterwäldler aus der Mansion of Chaos, 6 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier auch eine relativ coole Karte, das ist glaube ich Weltkelch gewesen, Ib die Weltkelch Justiziarin, genau, aus Dark Neostorm. Ist eine ganz coole Karte tatsächlich, wobei mir das Mädchen auch wieder ein bisschen zu sehr in Richtung Cosplay geht, gefühlt. Trotzdem relativ schön und nett anzusehen. Dann kommen wir hier zu Shining Victories wieder. Da haben wir den blauäugigen Geisterdrachen, Secret Rare 5-mal. Hier hinten haben wir dann diesen, oh Gott, wie hieß er denn nochmal? Das war der Chaosherrscher, der chaotische magische Drache aus Rise of the Duelist. Den wollte er ursprünglich auch kein Arsch haben, aber ich glaube, der ist mittlerweile auch ein bisschen gestiegen. Dann haben wir Virgil, Rockstar des brennenden Abgrunds. 4-mal an der Zahl und 2-mal aus der Dark Illusion, den Korallendrachen, der auch mittlerweile einiges geht. Dann aus Jotl, den Sternenfresser und aus MP14 auch mit dabei, sogar mit Amiprint. Sehr coole Karte, gibt es auch aus Ghost und Ultimate Rare, eine sehr bekannte Karte, das Artwork natürlich überaus krass und preislich liegt die Karte natürlich auch nicht unbedingt weit unten, also ich sag mal, die Secret Rare ist so mittelmäßig teuer. Dann haben wir Baxia als Secret Rare, allerdings alle drei aus, nee, nicht alle drei, zwei Stück aus MP15, der in der Mitte aus Duelist Alliance. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Seite und da haben wir einfach mal ganz stumpf 9-mal Tiefsee Primadonna. Meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß, auch wenn viele von euch Oldschool-Fans sind und ihr euch dementsprechend nicht allzu sehr angesprochen fühlen werdet von dem neuen Stuff. Aber offensichtlich haben wir hier auch Fans der etwas neueren Sachen hier mich eingeschlossen. Und ja, deswegen freut es mich auch mal, was Moderneres gezeigt zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.